Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute etwas vor, was wir so auf diesem Kanal noch nie gemacht haben. Und ich bin gespannt, wie ihr das findet. Ich habe das schon manchmal auf Instagram gemacht oder auch in meinen Coaching-Impulsen, die es per WhatsApp gibt, dass ich für uns als Community eine Karte gezogen habe. Und das möchte ich heute auch mal hier auf YouTube machen. Und zwar möchte ich aber 3 Karten ziehen und euch damit auch meine 3 liebsten Kartensets zeigen. Und zwar sind das zum einen die hier, das sind die Weisheitskarten, die habe ich hier euch auch schon oft gezeigt. Die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen. Ich liebe die, wenn ich eine Frage habe. Und wenn es die Frage ist, was brauche ich gerade, was soll ich gerade tun, dann liebe ich diese Weisheitskarten. Und ich persönlich ziehe sehr oft Karten, in denen es darum geht, Dinge einfach geschehen zu lassen und einfach abzuwarten. Wirklich, fast jedes Mal. Dann, das ist mein neuestes Set, das ist Das Universum steht hinter dir von Gabrielle Bernstein. Und die sind so wunderschön illustriert. Und hieraus ziehe ich mir täglich eine Karte. Das ist dann so einfach meine Inspirationskarte für den Tag. Das liebe ich total. Und also auch wunderschön. Und als letztes, das habe ich hier auch schon mal gezeigt, ist das Kartendeck Entdecke dich von Elena Brower. Und es sind auch so inspirierende Karten, aber oftmals Karten, wo du eine direkte Aufgabe hast oder eine Übung hast, die du tun kannst. Ich verlinke euch alle 3 Kartensets auf jeden Fall unten in der Infobox. Und wir starten mal mit dem Kartendeck Das Universum steht hinter dir und ziehen einfach für heute, für diesen Tag, für unsere Community hier auf YouTube eine Inspirationskarte, eine Karte, die uns eine Nachricht mit auf den Weg geben soll für heute, die uns inspirieren soll, die uns Mut machen soll. Und es ist eine Karte, die ich auch öfter ziehe, die wirklich sehr, 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 sehr schön ist. Ich wähle die Liebe, ganz gleich, was geschieht. Das ist so schön. Das ist also unsere Inspirationskarte für heute. Ich wähle die Liebe, ganz gleich, was geschieht. So, als zweites werden wir mal die Weisheitskarten benutzen. Und ich ziehe jetzt eine Karte unter der Fragestellung, was für uns als Community hier gerade wichtig ist. Was das Universum uns als Gemeinschaft von Menschen, vornehmlich Frauen und Mamas, gerade mitteilen möchte, gerade auf den Weg geben möchte. Was für uns alle einfach gerade eine wichtige Message ist, eine wichtige Nachricht ist, die wir heute erhalten sollen. Und ihr könnt mir gerne mal in der Zwischenzeit in den Kommentaren schreiben, ob ihr euch auch öfter mal eine Karte zieht, welche Kartendecks ihr vielleicht so habt und auch empfehlen könnt. Ich finde ja eigentlich, ich habe jetzt schon genug, aber ich finde immer wieder neue, die ich ganz, 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 ganz toll finde. Wir bekommen die Karte, die sind auch echt alle sehr schön, Ordnung schaffen. Und da ist immer so ein, hier ist so ein Büchlein dabei. Und da suche ich jetzt die entsprechende Karte raus. Ordnung schaffen. Grundbedeutung, einer Situation auf den Grund gehen, sich von einer Last befreien, Hausputz, sich von Überflüssigem trennen. Das ist, glaube ich, was in dieser Corona-Zeit sehr, sehr viele gemacht haben. Ich auch. Schränke aussortiert, ganze Zimmer entrümpelt, bietet sich auch gerade an und ich liebe das. Weil das frei macht, innerlich auch und äußerlich auch irgendwie schöner aussieht, wenn da plötzlich wieder mehr Raum ist. Aber sich auch von einer Last befreien, das ist auch innere Arbeit. Die Botschaft des Orakels. Warst du schon einmal so sehr in emotionales Chaos verstrickt, dass du nicht mehr klar denken konntest? Ist dein Zuhause ein einziges Durcheinander? Wächst dir die Arbeit über den Kopf? Dann ist es höchste Zeit, Ordnung zu schaffen. Jeder Gegenstand, der nicht an seinem Platz ist, nagt an deinem Wohlbefinden. Jeder unaufgelöste Groll, jeder Vergleich mit anderen, der zu einem Gefühl des Ungenügens führt, zehrt an deiner Energie.
Jede unbezahlte Rechnung verstärkt das Gefühl der Überforderung. Es gilt jetzt, dir durch entschlossenes Entrümpeln Bewegungsfreiheit zu verschaffen. Schaffe Platz für die Wunder, die vor deiner Tür Schlange stehen. Ich denke, einige von euch konnten mit dieser Karte was anfangen und konnten die auch auf ihr Leben übertragen. Wenn ihr das gerne mit uns teilen wollt, macht es gerne in den Kommentaren, aber schreibt mir auch sehr, sehr gerne eine private Nachricht zu euren Gedanken zu dieser Weisheitskarte. Und jetzt ziehen wir noch eine Karte aus dem Entdecke-Dich-Set. Und ich bin sehr gespannt, ob die zu der Karte, die wir jetzt gerade gezogen haben, vielleicht auch irgendwie dazu passt. Manchmal ist es auch in Anführungsstrichen nur ein inspirierender Spruch. Aber es kann, wie gesagt, auch eine Übung dabei sein, die man einfach durchführen kann. Und ich bin sehr gespannt, was bei diesem Set zutage kommt. Übrigens habe ich zu diesem Set, zu diesem Entdecke-Dich-Set auch ein Journal, was ganz, ganz wundervoll ist, was ich immer noch sehr empfehlen kann. Ich kann euch gerne das Video dazu nochmal verlinken. Ich mische noch einmal durch. Ansonsten ziehe ich dann eine Karte. Also ein Spruch. Und zwar, dies ist mein Gebet um ein inneres Zuhause. Und das ist was, wo ich sagen kann, bis 2017, 2018 hatte ich das nicht, von einem inneren Zuhause, von diesem bei mir angekommen sein. Und wenn ich das jetzt auf die Weisheitskarte von eben beziehe, dann finde ich auch nur zu mir selbst und zu mir als Zuhause, wenn ich mich von altem Ballast befreie, wenn ich den Weg frei mache zu der Tür zu mir selbst. Und da passt auch die Karte vom Anfang so schön. Das geschieht durch Liebe zu mir selbst und Liebe in das Leben. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Es war mal was ganz anderes. Wenn ich sowas öfter mal machen soll, wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt mir das sehr, sehr gerne unten in den Kommentaren oder lasst es mich wissen, indem ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!